Joel. I'm here! Rachel! No! No, Henry! And don't forget to be aware of the small green man. Hallo und willkommen, meine Freunde, zu Grey Hill Incident. Wir spielen dieses Alien-Horror-Game. Ich bin gespannt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Es geht auch direkt los. Wir sind jetzt hier in unserem Büro und haben hier unser Funkgerät. Walkie-Talkie-Way, ja. Um mit der Nachbarschaft zu kommunizieren. Können wir es aber nicht mitnehmen? Wieso können wir das nicht mitnehmen? Na gut, dann nehmen wir es nicht mit, um mit den anderen zu kommunizieren. Mal schauen, was wir hier noch so alles entdecken. Was haben wir da? Handkurbel, Taschenlampe. Ach du großer Gott. Können wir auch nicht mitnehmen. Und das Entführungsbuch, wo er gelesen hat. Wir können es nur in die Hand nehmen und wieder weglegen, das ist seltsam. Alle möglichen Bücher können wir uns hier reinziehen. Die Bibel ist das sogar. Ah, okay. Ach, er chillt hier. Henry, tell me what you saw in the forest today. You should ask Rachel, that crazy girl. Henry, is someone in your room? Is Rachel in there? I hope not. She should stop bothering me. What's going on with you, Henry? Tell me. Was sind das für Geräusche? Who's there? I'm going to your room, Henry. Stay here. Jetzt gehen wir mal in sein Zimmer. Er ist scheinbar hart gelangweilt von dem anderen Girlie. Sind wir hier oben richtig? Schaut aber eher nicht so aus, als wäre hier ein Kinderzimmer, oder? Oder vielleicht bei den Amis, ich weiß nicht. Können wir uns ducken? Ja, wir können uns ducken, aber wir können uns nicht genug ducken, dass wir da hinten reinkommen. Wir haben hier ein paar Pokale. Ich denke, das ist hier oben nicht wirklich sinnvoll. Wo ist denn sein Raum? Da sind wir rausgekommen. Hier ist noch ein Zimmer. I shouldn't do that now. Okay, da nicht rein. Vielleicht hier? Okay, hier. Das könnte sein Zimmer sein. Someone was in your room. They went out the window. Und ist aus dem Fenster gestiegen. Also jemand war in seinem Zimmer und ist aus dem Fenster gestiegen, aber... Max is barking. Max Bell. Gehen wir mal zum Hund. Das ist hier schon mal falsch. Vielleicht hier. Okay, wir sind draußen. Hey, Buddy. Was bellst du? Max, stop barking! Who's there? Fuck. Da ist was drin. Someone in the shed. Be quiet! I need to find something to break this door. Okay, wir müssen irgendwas finden, um die Tür hier aufzumachen. Oh Gott, jetzt bin ich ein bisschen an dem Ding hier erschrocken. Okay, wo könnte jetzt was rumliegen? Das sind auch echt seltsame Geräusche. Haben wir hier was? Nope. Vielleicht hier? Die Schaufel? Können wir nicht aufheben. Dahinter liegt auch nicht wirklich was. Vielleicht sollten wir doch dahinter zu dem Licht gehen. Weil in der Regel ist ja bei dem Licht immer etwas. Hier haben wir was. Ah, doch klar. Nehmen wir mit. Jetzt ist es bestimmt nicht mehr drinnen. Der Hund schaut auch ganz woanders hin jetzt. Ja? Obwohl, ist es noch da. Okay. Brich es auf. Nichts mehr hier drin. Mhm. Kein Alien. Gar nichts. Und da oben war doch gerade was. No, Max!
Wo ist Max schon wieder hin? Alter. Max! Stay here! Max! Mann, Maxi! Max! 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 Sounds like the neighbors are boarding up their windows. Okay. I guess I should do the same. We should all do the same. Die Nachbarn? Man. Tun ihre Fenster zunageln. Das sollten wir auch machen. Ey, das Licht war seltsam. Oh. Alles klar. Wir müssen zu unserem Walkie-Talkie. Quatschen wir mal mit ihm. I'm here. Ryan, something is wrong with Joe Parson, the farmer, you know? Den Bauern? He called me a few minutes ago. He was very afraid. Then the radio connection became broken off by something. He is working on the field near your house. You must check immediately what happened to him. By the way, someone was in Henry's room. They escaped out the window. I almost caught them in our shed, but there was a strange blue light. Auf jeden Fall. I'm sure they're here. Have you seen the TV news? No one will help us. We're all boarding up our windows currently. Mm-hmm. I know how to shoot because of the Vietnam War, and you can handle the baseball bat. We will overcome this night and drive to our holiday home by tomorrow. Don't forget how I shot your son's hat off while wearing it when I was drunk at the barbecue last summer. Brandon, how I can handle you the gun still have I'm to pay sober. For that. Leaving town tomorrow sounds like a good idea. Alles klar. I'll keep you updated. Over and out. Ist das jetzt die richtige Tür? Jetzt so können wir hier raus. Aber den Baseballschläger habe ich ehrlich gesagt nirgendwo gesehen. Ich gucke nochmal kurz im Kinderzimmer nach, ob da der Baseballschläger liegt. Aber hier ist kein Baseballschläger. Vielleicht hier? Ach, wir können uns hier drin verstecken. Ah, okay. Gut zu wissen, ne? Dann gehen wir jetzt hier raus. Ach, das ist eine Toilette. Und hier durften wir vorher nicht reingehen? Ah, hier ist die Tür. Alles klar. Liegt hier ein Baseballschläger? Das könnte ein Besen sein. Da hinten ist er. Da schauen wir doch mal hin. Was waren das für Geräusche? Können wir da jetzt durch? Ah, okay, verstehe. Hier kommen wir rein. Oh, war das jetzt die Kuh? Ich habe gerade Schritte gehört. Alter. Die sind alle hin. Ryan, is everything all right? Ja, nicht wirklich. Die Verbindung ist im Arsch. Können wir das aufheben? Nope. Das geht nicht. Alter. Aber wir können hier nichts machen. Doch, können wir. Wir können hier einsteigen. Aber das war's dann auch schon. Ach, hier ist was. Brandon, this is Joe. They're trying to break into my tractor. I hope this message gets to you. What the fuck? War das jetzt aufgenommen oder war das nicht aufgenommen? Der Bub ist auf jeden Fall nicht mehr da. Dann gehen wir mal wieder raus. Da hinten leuchtet jetzt was. Gehen wir da hin. Eine Katze? Das ist eine Katze. What the? Is this Bob's cat? Oh, wir haben sie. On her head. I mean, it looks like Kitty. Wir haben sie auf jeden Fall mitgenommen. I should bring her to his caravan. Bringen wir sie zurück zum Wohnwagen. Den haben wir ja schon gesehen.
Auf jeden Fall ein verrücktes Spiel. Ist mal was anderes. Da ist der Wohnwagen. Die Katze ist auf jeden Fall verrückt. Leuchtet. Was haben sie mit ihr gemacht? Können wir mit der irgendwas tun? Nö, die Tür ist offen. Da ist der Wohnwagen. He already boarded up his door weeks ago. Oh. I'll have to try the dormer window on his roof. Auf seinem Dach kommen wir irgendwie nach oben, um reinzukommen. Alles klar. So ist der Weg. Hier war auf jeden Fall vor kurzem noch jemand. Ryan! Ah. I thought that was you on my roof. Ich war auf dem Dach. Is this Kitty? Deine Katze? Ja, das ist deine Katze. I caught her out in the field near the tractor. Oh, what does she have on her head? I don't know. It makes a strange noise. It sounds like electricity or something. Mm. Oh, and Bob, I had a strange encounter in my backyard. There was also some kind of weird electricity. I'll tell you about it later. Put her on the table. The cat first. I'll take a closer look. Auf den Tisch legen. Ist das der Tisch? Nope, das ist scheinbar nicht der Tisch. Ist das der Tisch? Nein, ist das ja auch eigentlich gar kein Tisch. Sag mal. It looks like an implant or some kind of probe. Ryan. Ach so, oh, hat schon mal doch schon funktioniert. Had experiments. By the way, have you boarded up your house? It's really dangerous in Gray Hill. No, not yet. You should do it immediately. You need to wear a tinfoil hat. Your son Henry too. Den Hut aus Alufolie müssen wir tragen. By telepathy. Also, don't forget. Don't ever tell anything to the police. As Brandon said before, okay. The government knows it. Now, take this preparation for your walkie-talkie. The tinfoil's on the kitchen desk. Die Alufolie liegt auf dem Küchentisch. Ist das dein Küchentisch? Sei fix, ey. Der sagt immer so selbst. Ach, das da. Nehmen wir. Alles klar. Oh. Ryan, please check the monitors. Huh? Fast! What the hell is this? Ryan, no. Something very bad is happening. Warum? Was denn? Alter! Alter! What the fuck? Ei! They're here. Fünf Stück. Coming over. Break down the door with your baseball bat and take care. Gut, Leute, scheinbar geht's jetzt los. Wo ist der Baseballschläger? Hier ist er. Nehmen wir mit. Okay. Müssen wir so wieder raus, tatsächlich. Wir reißen hier einfach mal die Tür auf. Henry, can you hear me? Gehen wir zurück zu unserem Haus. Aber da vorne gehen sie schon. Oder? Scheiß die Wand an. Sollen wir jetzt da reingehen, oder was? Also nach oben geht hier scheinbar kein anderer Weg. Oh, du Drecksau, jetzt klettert er auf hier. Wahnsinn! Hä? Er mag da nicht rauf, Mann. Das ist die wahre Herausforderung in diesem Spiel. Es geht einfach nicht. Ach, jetzt geht's auf einmal. Alles klar. Okay. Jetzt sind wir im Dachboden. Von der Scheune. Da. Da steht etwas. Aliens. Aha.
verstecken sich im Maisfeld. Wieder einen Erfolg erhalten. Habt ihr das gehört? Ich glaube nicht, das kam von mir. Und wir müssen hier durch. Boah, da. Der hat einen Schlag drauf. Die Tür ist zu. Wer war das? Gehen wir hier raus. Da hinten ist Licht, da müssen wir scheinbar hin. Ich bin schon etwas angespannt gerade. Aber sehe natürlich noch keinen. Und unser Hund Max ist auch weg. Ach Gottchen, ist das dein Ernst jetzt? Ich denke, ich erinnere mich, dass es eine Fence durch den Kornfeld gab. Ich muss einfach nur dahinter laufen, oder was? Oh Gott, Leute. Oh weh. Ich dachte jetzt, da drüben wäre irgendwo unser Haus. Gehen wir mal dahinter. Richtung Silo. Wow, du. Das ist ja mittendrin hier. Was zur Hölle? Oh shit! Ist das unser Haus? Oh Gott, unser Sohn! Alter! Was war das? My dad says the government is lying about everything. Well, he's right. But don't worry though, I'll protect you. Ryan, something is wrong with Joe Parsons.